Jesus erklärt, wie es zu einem Fall kommt und die Taktiken des Feindes. Spielt nicht mit dem Feuer. 5. Mai 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Viele von euch haben Dinge erkannt, die von dem Feind in eure Herzen gepflanzt wurden. Und ihr habt euren Kurs korrigiert. An euch habe ich große Freude. Ihr habt eine große Menge gelernt und zu Herzen genommen in einer sehr kurzen Zeit. Ihr kennt jetzt also den Feind immer besser. Was ich als nächstes habe für euch, sind weitere Segnungen. Es ist Zeit, weiterzumachen und in meinen Segnungen zu leben, bis ich für euch komme. Einige von euch haben Salbungen. Ihr könnt fühlen, wie sie in euch hochkommen. Dinge zu tun, für welche ihr vorher nie den Mut gehabt hättet. Ihr werdet abgelehnt und bekämpft werden, aber ignoriert den Widerstand und haltet euch an die Inspiration. Schützt es wie ein neugeborenes Baby, denn es ist gewiss so voll Leben, aber auch verwundbar gegenüber Spott und Verachtung von jenen, die es vorziehen, zu bleiben, wo sie sind, und die nichts anpacken wollen, was in einem Versagen enden könnte. Aber die Weisheit, die ihr angesammelt habt bezüglich der Taktiken des Feindes gegen euch, ist etwas, das ihr euch einprägen müsst. Lasst nicht zu, dass der Feind es aus eurem Gedächtnis stiehlt. Ich werde segnen, was ihr für mich unternehmt. Macht einfach vorsichtig weiter im Wissen, dass aus allem, was ihr in meinem Namen versucht zu tun, reichlich Frucht hervorgehen wird. Und so wird es auch der Widerstand. Ignoriert ihn und folgt der süßen Salbung in eurem Herzen. Da gibt es einige, die dieser Botschaft nicht zuhören werden. Und für sie ist es der Anfang ihres seelischen Verfalls, und einige werden sich niemals davon erholen. Sie besaßen eine solche Süße in meiner Gegenwart hier, Claire. Sie machten wirklich Fortschritt in ihrer Beziehung zu mir. Jeden Tag wurden sie heiliger und sich ihrer Sünden immer mehr bewusst. Aber jetzt haben sie mir und diesem Kanal ein taubes Ohr zugedreht und verfolgen stur ihren Groll, unter der Verkleidung für die Wahrheit zu kämpfen. O, wie ich um diese weine! Ihre Seelen befinden sich auf dem Abstieg. Einige werden sich niemals davon erholen. Ja, einige werden den ultimativen Preis bezahlen. Wenn die Teufel sie nicht zu fleischlichen Sünden verleiten konnten, um sich an mir zu rächen für diesen Kanal, fallen sie durch Arroganz und Stolz, und sie nehmen so viele mit sich, wie sie können. Sie haben jegliches Gefühl der Überzeugung und der heiligen Weisheit verloren. Sie sind geblendet von Verbitterung und Stolz, unfähig, die Gaben zu erkennen, die ich vor sie gesetzt habe. Sie haben die Erinnerung an ihren Fortschritt auf diesem Kanal verloren. Sie schlittern zurück in ihre alten Wege, und sie haben mich aus den Augen verloren in ihrem Leben. Für sie war ich bloß ein Phantom, eine Täuschung, die niemals existierte. Meine Liebesangebote werden jetzt verachtet und mit Verbitterung, Neid und Stolz ersetzt. O, wie ich um jene trauere, die mir durch die Finger gerutscht sind. Betet für sie, meine Lieben, betet für ihre Erlösung. Denn das Urteil, welches sie über diesen Kanal weitergegeben haben, wurde zu ihrem eigenen vor den Höfen des Himmels. Ich werde sie jedoch nicht aufgeben, aber versteht ihr, ich habe ihnen auserlesene Früchte aus meinem Königreich angeboten. Meine Liebe, meine Gemeinschaft, mein eigenes Herz. Und jetzt wurde alles davon weggewischt und unter einen Teppich der Verbitterung gekehrt.
der aus verführerischen Fäden, der Selbstgerechtigkeit, des Neides, des Stolzes und der Arroganz gewoben wurde. Mein Herz schmerzt wegen ihnen und alles, was ich über sie geschüttet hatte, wird jetzt an andere Seelen gehen, die mich in ihrer Mitte haben. Seelen, die auf meine liebevollen Einladungen reagieren werden, heiliger zu werden, wie ich sie mit meiner Hand führe. Aber ich trauere über die Dunkelheit, die sich auf so viele niedergelassen hat, weil sie ihre Verbindung zu mir verloren haben. Sie sind jene, die jetzt unter den Band der verführerischen Geister, der Selbstgerechtigkeit und Religion fallen, die sie loben für ihren Heldenmut, sich mir entgegenzusetzen und dich zu verunglimpfen. Dies ist das Los jener, die ablehnen, mich zu suchen, bis sie mich finden. Das Los jener, die Demut und Bescheidenheit verschmähen. Und die versuchen, größer auszusehen als andere. Dies ist das Los jener, die aufgehört haben zu beten. Sie nahmen Täuschungen von Menschen an, die ihnen angeboten wurden, damit sie Ritter werden könnten, die einen Übeltäter zu Fall bringen. Viel lieber als einzudringen und den guten Kampf zu kämpfen und den eigenen Fehler, die Verbitterung und die Eifersucht zu erkennen. Meine Kinder, gebt niemals die beängstigende Aufgabe auf, zu prüfen, zu unterscheiden und zu erkennen. Niemals, eure eigene Seele ruht auf diesem Wissen und der Fähigkeit, das Gute von dem Bösen unterscheiden zu können. Wenn ihr das einmal verliert, seid ihr wie ein Pilot im Nebel. Ihr könnt oben von unten nicht mehr unterscheiden und wenn ihr eure Funkverbindung nicht hinbekommt, kracht ihr schlussendlich auf den Boden. Ihr könnt euch niemals leisten, Meinungen und Ansichten mit dem Prüfen und Erkennen zu vertauschen. Niemals. Bitte lasst es euch eine Lektion sein. Geschrieben mit meinem Blut. Zieht niemals eine Meinung, einem herzzerreißenden Gebet und einer Prüfung vor. Die Tage des trockenen Holzes nähern sich und die Kampagnen, das Gute mit Bösem zu ersetzen, haben begonnen. Viele, die dachten, dass sie nicht anfällig seien für Täuschungen, nähern sich ihnen jetzt, ohne zu erkennen, dass sie in Gefahr sind. Satan wird die schwächsten Stellen ihres Charakters nutzen, um sie zu ködern. Für viele ist es finanzielle Sicherheit, für andere ist es Popularität und Solidarität. Sie haben den Groll in ihrem Geist nicht erkannt, ganz am Anfang. Sie haben lieber mit dem Bösen gespielt und den Lügen zugehört. Bald haben jene Lügen Wurzeln geschlagen und sie wurden zu Verbreitern der Täuschung. Böses hat ihren Sinn für Wichtigkeit und Selbstgerechtigkeit genährt. Sie fingen an, die Fesseln des tiefen, ausdauernden Gebets abzuschütteln, zugunsten der Auszeichnungen, für das Verunglimpfen von Unschuldigen. Die Teufel um sie herum jubelten und sie fühlten sich erhöht und wichtig. Dies wiederum spornte sie zu immer größeren Verleumdungen an. Jetzt haben sie alle Fesseln des Anstandes verworfen und laufen mit den Dämonen, die sie antreiben, und sie sammeln immer weitere Argumente für ihre Fehler. Meine Kinder, verwerft niemals das Gebet und das Prüfen und Erkennen zugunsten der Meinungen von Menschen oder von Dämonen. Reagiert niemals auf Groll. Und schlägt euch niemals auf die Seite der Übeltäter. Tauscht niemals die Villa im Himmel mit einem Ort im Ofen ein, der für die Teufel vorbereitet wurde. Seid niemals faul in Sachen Gebet und Prüfen. Versteht, ihr riskiert eure eigene Erlösung, wenn ihr euch unter das Joch der Verleumdung und des Tratsches gebt. Jetzt werde ich euch erklären,
was mit jenen Christen passiert, die ihre Erlösung verlieren. Sie sind wie der Same, der auf steinigen Boden fiel. Zuerst empfangen sie die Botschaft mit Freude. Wenn aber die Flitterwochen verblassen und sie zu einem heiligen Leben aufgefordert werden, stocken sie. Satan hält Ausschau nach solchen, dann kommen die Krähen und schnappen sich die Keimlinge und verschlingen sie. Ich bot ihnen Liebe an, aber sie verachteten die Korrektur des Herrn. Sie erkannten den hohen Preis, der involviert ist, andere zu lieben und ihre sündige Natur zu besiegen und meine Demut anzuziehen. Diesen hohen Preis wollten sie nicht bezahlen. Im Stillen gratulierten sie sich selbst, dass sie okay seien und sogar besser und weiser als andere. Sie dachten, dass sie mit Bösem, mit Verleumdung und mit Lügen spielen könnten und dabei unbewegt bleiben. In der Zwischenzeit fütterten sie die Teufel mit den cleversten und logischsten Argumenten, die meine einfache Güte in Stücke rissen. Ich kannte sie nie in dem Sinn, dass sie mir ihr Leben jemals endgültig zu Füßen gelegt und mir erlaubt hätten, chirurgisch die Sünden aus ihrem Leben zu entfernen. Sie waren eingeladen in die Tiefe, aber sie hielten nicht durch, bis sie mich und meine Güte wirklich kannten. Sie waren wankelmütig, sie hielten sich an ihrem Intellekt fest und sie hinterfragten jene Dinge, die tief in ihren Seelen nachhalten. Lieber als es wie ein kleines Kind anzunehmen, zertrennten sie es mit ihrem Intellekt und haben dadurch ihren unschuldigen Glauben verloren. Ja, die Teufel sind clever, besonders bei jenen, die von mir zurückhalten und ihr eigenes Ich nicht ein für allemal sterben lassen. Da gibt es andere, die unschuldig waren, aber getäuscht wurden. Ihr einziger Fehler war, dass sie sich dem Gift geöffnet haben. Sie wussten, dass es böse war, aber sie hörten so oder so zu. Mein Geist warnte sie, aber sie ignorierten die Warnung. Ganz ähnlich, wie du es tust, Claire, wenn du dir verschiedene Lehrer und Propheten anhörst. Sie fühlten die Unreinheit des Streits und Grolls. Aber zur Unterhaltung und vielleicht, um noch etwas zu lernen, hörten sie sowieso zu. Ich warnte sie. Viele dieser Seelen waren hier, als ich sie ausführlich warnte bezüglich Tratsch und Verleumdung. Ich sage euch, viele sehr clevere Dämonen wurden beauftragt, euren Charakter zu töten. Viele geistliche Dämonen, hochqualifizierte Theologen, Pharisäer und Religiöse haben diesen Auftrag des Feindes angenommen, der ihnen Belohnungen für jede Seele anbot, die sie der innigen Beziehung mit mir entreißen können. Da habt ihr die traurige Wahrheit und wie die Dynamik des Feindes Erfolg hatte bei Seelen, die ihre Ohren diesen Dingen geöffnet haben, vor welchen ich sie warnte und sagte, dass sie sich davon fernhalten sollen. Es existiert eine gewaltige Kraft in Worten. Das ist der Grund, warum ich dich daran gehindert habe, ihre Kommentare zu lesen. Ich will nicht, dass dein Glaube an mich irgendwie geschwächt wird. Solange du gehorchst, Claire, wird es dir gut gehen. Wenn du aber neugierig wirst, wirst du den Preis der Qual und der Verletzung deines Herzens bezahlen. Bitte gehorcht mir hier. Bleibt weg von Verleumdung und übler Nachrede. Wenn ihr an einem Kommentar vorbeikommt, der anfängt, von euch zu entziehen, löscht ihn sofort. Erwägt nicht, es zu lesen und versucht nicht, mit dem Schreiber darüber zu argumentieren. Ihr könnt mit einem Dämon nicht argumentieren. Sie werden immer das Loch in eurem Panzer finden und euch dort treffen, wo es am meisten wehtut. Hebt lieber das Schild des Glaubens hoch
und schneidet den bösen Kopf ab, bevor es euer Herz erreicht. Ich habe jetzt viele neue Brüder und Schwestern in diesen Kanal geführt. Und in diesem Lehrgang rate ich euch, denkt nicht, dass ihr mit dem Feuer spielen könnt, ohne verbrannt zu werden. Ihr habt geprüft und erkannt, dass es wirklich ich bin auf diesem Kanal. Wühlt nicht im Müll herum aus lauter Neugier. Folgt eurem Herzen und eurer Erkenntnis. Erlaubt euch nicht die Freiheit, der Neugier nachzugeben. Schützt eure Beziehung zu mir. Ich habe die gute Arbeit in euch begonnen. Und wenn ihr treu und gehorsam bleibt, werde ich sie zu Ende bringen. Ihr habt die Wahl. Wählt weise. Ich segne euch jetzt mit der Gnade, das Böse zu erkennen und es auszuschalten, bevor es Wurzeln schlägt in eurem Herzen.